Robert Lewandowski im Bayern-Trikot. Ein Anblick, an den man sich noch gewöhnen muss. Im Sommer wechselte der Torjäger von Borussia Dortmund zum Erzrivalen. Sein erstes Pflichtspiel bestreitet er am Mittwoch im Supercup, ausgerechnet gegen seinen Ex-Club. Die spannende Frage, wie wird der Pole in Dortmund empfangen? Welchen Empfang? Also ich finde, wir sind genug gefeiert worden. Nein, das ist so ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, wir wissen nicht so genau, lässt sich Levi reizen von, wenn die Leute pfeifen? Ich glaube nicht, dass er morgen von ausgeht, wenn er ein Tor schießt, dass er bejubelt wird. Dieses Gefühl wird er morgen nicht haben können. Aber insgesamt denke ich, werden die Leute ihn trotzdem aufnehmen, so wie ihn verabschiedet haben. Aber er hat halt ein anderes Trikot an und demnach wird er sicherlich nicht unterstützt werden. Vom ersten Tag an löste Lewandowski bei den Münchnern eine riesige Euphorie aus. Seiner Rückkehr nach Dortmund sieht der 25-Jährige ohne größere Bedenken entgegen. Im Gegensatz zu Mario Götze, der den BVB im Vorjahr unerwartet Richtung Bayern verlassen und damit heftige Fanproteste verursacht hatte, hat Lewandowski seinen Wechsel vorzeitig angekündigt. Dennoch erwartet er eine emotionale Rückkehr. Ich spiele in Dortmund, ja. BVB spielt zu Hause und das für mich auch ein bisschen kleine, besondere Spiele, weil habe ich 4 tolle Jahre da gespielt und in diesem Moment ich komme da wie Bayern-Spieler und ich werde einfach gewinnen und das wird für mich ein bisschen andere Gefühl, weil ich bin jetzt wie Gast in diesem Stadion. Ne? Beim BVB hat man sich damit abgefunden, den Torschützenkönig der Vorsaison ab sofort im gegnerischen Trikot zu sehen. Robert hat hier 4 wunderbare Jahre gehabt, hat super Leistungen gebracht bei uns und wir wissen alle, dass er ein Weltklasse-Stürmer ist, aber er ist nun mal kein Spieler mehr von uns und damit, darauf konnten wir uns lange vorbereiten, damit müssen wir auch klarkommen, das ist auch überhaupt kein Problem mehr. An alter Wirkungsstätte könnte Lewandowski auf den neuen Mittelstürmer in Schwarz-Gelb treffen. Ciro Immobile, der Italiener, kam für knapp 20 Millionen Euro zum BVB. Vergleiche zu seinem Vorgänger will er keine ziehen. Robert Lewandowski ist die Vergangenheit und ich bin jetzt die Zukunft. Der Torschützenkönig der Bundesliga gegen den der Serie A. Der Supercup wird erste Aufschlüsse darüber geben, welcher Mittelstürmer in seinem neuen Verein schneller Fuß fasst.